So, willkommen zurück beim nächsten Shop-Video. Ihr wisst ja, jeden Tag kommt ein Video zum Shop. Erstmal Gruß geht da alle an alle neuen Abonnenten raus. Wir wachsen jetzt ein bisschen langsamer, aber das ist normal, weil die Aufgaben haben jetzt in der Regel fast alle gemacht. Von daher bleibt ganz entspannt. Eine kurze Info, was den Creator Code betrifft, da wurde ich jetzt das zweite Mal abgelehnt. Ich ganz ehrlich, die können mir in der E-Mail einfach nicht genau sagen, warum ich abgelehnt werde. Ich verstehe es zurzeit selber nicht, also ich habe den jetzt nochmal explizit, insgesamt haben die mir halt 9 Punkte aufgelistet und irgendein Punkt von diesen 9 Punkten stimmt halt nicht. Jetzt bin ich auf jeden Punkt eingegangen, aus dem Grund auch, dass die Banneränderung, weil ich da halt was in Fortnite drin habe, weil ich dürfte rein theoretisch auch nichts haben, was auf Fortnite direkt zugreift. Also zum Beispiel auch der Name nicht, aber Family Hack hat in meinen Augen nichts mit Fortnite zu tun. Wisst ihr, wenn irgendeiner über die Suche geht und dann meinen Namen findet, direkt weil es mit Epic Games in Verbindung steht. Aber wir werden da einfach mal weiter nachfragen. Kann auch sein, dass ich zu schnell gewachsen bin, in den ihren Augen, keine Ahnung. So, dann kurz, was die Gewinnspiele betrifft, das kann natürlich auch ein Punkt sein, weil ich halt diese Gewinnspiele mache. Das kann alles möglich sein, aber wie gesagt, ich habe keinen direkten Support zu Epic, nur E-Mail-Verkehr in Anführungszeichen, und der ist relativ bescheiden, weil ich nur automatisierte Mails inzwischen bekomme. Also von Anfang an, im Prinzip macht das und dann ist alles okay, aber wenn da 9, 10 Sachen stehen, ja, dann ist das nicht so einfach. Wenn dann irgendein Punkt in denen ihren Augen nicht stimmt und die können mir nicht mitteilen, welcher Punkt nicht stimmt. So, dann was die Verlosungen im Stream angeht, was Skins betrifft. Wenn du gern im Stream mal einen Skin gewinnen willst, dann definitiv erstmal in erster Linie gern ein Abo dalassen. Ansonsten, naja. So, aber auf jeden Fall mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Zum Beispiel Highspieler hat es gemacht, die nehme ich auch direkt an. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Freundesliste sein kann, aber wer, sage ich jetzt mal, einen Monat nicht online war, den schmeiße ich halt wieder raus, damit Platz ist für neue. Was ihr machen müsst, einfach yt-familyhack, dann hier auf Eintragen gehen und schon habt das geschafft. So, dann werde ich natürlich jetzt kurz in den Shop reingehen und euch auch zeigen, warum ich das so mache. Ich gehe einfach mal jetzt mal hier auf die Tarnung, Geschenk kaufen, und ihr seht, den zwei könnte ich zum Beispiel noch kein Geschenk geben. Heißt, würde ich jetzt einen Livestream machen und würde sagen, weißt du was, Momo, du hast gewonnen bei der Verlosung. Der Nightbot hat das so ausgelost. Könnte ich mir heute nichts schenken. Erst morgen wieder. Also, wie gesagt, gerne Freundesanfrage schicken. Ist nur in eurem eigenen Interesse. So. Dann gehen wir mal weiter. So, Shop. Neu ist, glaube ich, gar nichts. Nein. Aber es kam einiges zurück. Einmal die rote Jade. Jetzt einmal gucken, wo mein Controller ist. Die hatten wir aber schon mal im Shop. Ist eigentlich ein ganz nicer Skin, finde ich. Auch ziemlich schmal. Weil ihr dürft halt, ich sag's immer wieder, denkt dran, ihr seht den Skin immer von hinten. Und desto breiter die Skins sind, desto größer die Angriffsfläche. Deshalb spielen auch viele diesen Schlürfnis nicht. Weil der einfach zu groß ist. Also dieser Blubber. Warte, ich zeige euch gerade, wen ich meine. Zum Beispiel, warte, wir haben ja zwei dicke Skins. Hier der Skin ist zu dick, weil er einfach zu große Angriffsfläche hat. Und er leider auch. Die Skins sehen gut aus, aber bringen euch im Spiel recht wenig, weil sie einfach zu breit sind. So, jetzt gehen wir mal weiter drauf ein. Wie gesagt, die rote Jade ist drin für 800 V-Bucks. Finde ich eigentlich, ist ein schöner Skin und auch nicht zu teuer in meinen Augen. Dann, der Sandsturm ist wieder zurück. Wir kennen die gute Dame ja schon. Gerade mal alle Stile soweit durchgehen. Ihr seht, einmal mit Maske, einmal ohne Maske. Sieht so ein bisschen aus, natürlich nach Assassinen. Aber eine hübsche Assassine, muss man sagen. So, hier ohne Kopfbedeckung. So gefällt sie mir persönlich am allerbesten. Ja, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Des Weiteren haben wir natürlich auch die männliche Variante, einmal mit Maske, jetzt einmal ohne Maske und einmal so. Also ich finde, ohne Masken sehen die eigentlich am besten aus, auch ohne Kopfbedeckung. Aber wie gesagt, das ist halt reine Geschmackssache. So, dann haben wir natürlich auch die passende Tarnung dazu. Und die finde ich geht, weil die einfach nicht zu stark animiert ist. Weil mir ist schon aufgefallen, selbst bei Gegnern auch auf ziemlich hohe Distanz, selbst die Waffe
ist auffällig. Ich hatte, glaube ich, einen dunklen Gegner-Skin, aber die Waffe war so hell, da habe ich gedacht, hä? Das ist ein Gegner. Also da müsst ihr euch halt immer im Klaren sein. Wenn ihr so Sachen seht, denkt selber drüber nach. Ihr habt ihn gesehen, also wenn ihr es genauso spielen würdet, werdet ihr natürlich auch gesehen. So, beim Modell gehen wir natürlich immer aufs Boot. Ja, beim Boot sieht es wieder nice aus. Also an sich, ich mag diesen verwaschenen Rotton nicht so. So, dann haben wir hier noch die, den Schweif halt, wenn wir runterspringen. Wie nennt man das denn nochmal? Doch, Kondensstreifen. Sieht ganz nice aus, also ist nicht verkehrt, sage ich jetzt mal. Aber 400 V-Bucks, naja. Weil im Endeffekt nur ihr seht, sonst sieht das wirklich keiner im Spiel, außer einer fliegt direkt hinter euch. So, dann Krypto ist wieder zurück. Da gefällt mir auf jeden Fall das Rückenaccessoire. Das ist natürlich, also das ist eines der besten, finde ich. So leicht holographisch. Aber der Skin an sich ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber wie immer, Geschmackssache. So, dazu auch die passende Tarnung. Aber da finde ich persönlich, die Tarnung passt nicht wirklich zu dem Skin. Klar, die Aspekte sind ein bisschen da, aber na. Da hätte ich echt lieber eine schwarze Tarnung genommen und dann wie an der Hose die Streifen so ein bisschen eingeführt. Also das hätte ich mehr gefeiert, weil das hier, weil der Skin ist ja nicht rosa. Der hat zwar ein rosa T-Shirt an, beziehungsweise sagt noch nicht mal ganz, sondern nur der Kragen an Anführungszeichen und die Tasche hinten. Ja, aber ich finde, da ist zu viel rosa. Wir gucken gerade nochmal auf dem Schiffmodell. Ja, hier geht's wieder, weil es einfach mehr schwarz ist. Aber die Tarnung an sich, also als Waffe, ist mir zu viel rosa drin. So, dann haben wir die Gaunerin wieder drin. Die ist inzwischen sehr beliebt, klar durch Stil und die ganzen und Standardskill, die ganzen Knastgeschichten. Der wird heute bestimmt auch des Öfteren mal gekauft. Dann haben wir Hängekleider Flattervieh. Raus mit der Viecher. Naja, wer es will. Also meins ist es überhaupt nicht. Dann haben wir unendlicher Depp. Ja, geht klar. Und der geht schon. Dann haben wir Knacks. Tja, ist das jetzt eine Anspielung auf Mickey? Ist er nicht mehr Holz, sondern Knacks? Dann haben wir Glitter. Das ist halt eher was für die Mädchen. Gruß geht auch daraus. Die ein oder andere haben wir ja doch dabei. Beziehungsweise auch Frau. Grüße gehen an Katrin raus. So, dann haben wir noch die Kaugummi-Bomberin. Die hat mir gerade, ja, die ist noch gar nicht so lange her. Na gut, Stilvorschau. Einmal mit Brille, einmal ohne Brille. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Shop. Creator Code, leider kann ich hier keinen vorstellen. Ich wäre froh, ich hätte schon einen, aber irgendwas stimmt da halt, wie gesagt, nicht. Ich kümmere mich drum, beziehungsweise versuche es. Aber nur über E-Mail-Verkehr, das ist halt echt immer schwierig. Die haben halt keinen Chat-Support, die haben keinen telefonischen Support, alles nur über E-Mail. Und die gucken, ich meine, ich kann es verstehen, die kriegen 1000 Mails am Tag, wer alles Creator sein will. Ich schätze mal, die gehen einfach wirklich nur auf den Kanal drauf, sehen irgendwas, was denen nicht gefällt. Sagen, nein, machen wir nicht, zack, kommt einfach die Antwort, melden, nö, passt uns nicht. Guck nochmal die AGBs durch, guck, was uns nicht gefällt. Und dann kriegst du halt eine Liste, ungelogen, 9 Punkte. Ob ich 18 bin, ob ich wirklich 1000 Abonnenten habe und so weiter. Also da rauszufinden, was man falsch macht, ist echt nicht einfach. Aber wir bleiben da definitiv am Ball dran. So, ihr seht, wir haben 4000 V-Bucks. Wir versuchen gleich natürlich noch, also ich versuche alleine noch ein paar V-Bucks rauszuholen bei Rette die Welt. Wie gesagt, wenn ihr noch keine Rette die Welt habt, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr zwischendurch keinen Bock habt auf Fortnite Battle Royale, ist Rette die Welt wirklich eine schöne Alternative und ihr bekommt natürlich gleichzeitig auch noch V-Bucks. Also V-Bucks, da werdet ihr zugeschüttet. Ihr seht ja, gestern hatte ich in dem Shop-Video 3600 V-Bucks, jetzt habe ich 4000 und habe heute noch nicht mal die Tagesaufgaben gemacht. Und ich habe auch keine Missionen oder so gemacht, wo ich nochmal extra 100 kriege, sondern einfach nur die Missionen, die in der Map sind, mit 30 V-Bucks, 35 V-Bucks, die habe ich gemacht.
plus die Tagesaufgabe eine. Also warum ich da 400 bekommen habe, kann ich nicht sagen, aber nehme ich natürlich gerne mit. So, genug gequatscht jetzt. Euch viel Spaß mit dem Job und denkt dran, gebt nicht zu viel Geld aus. In dem Sinne, haut rein.